Moin, ich bin Sebastian und wir sind seit kurzem auf TikTok vertreten. Und jetzt reagieren wir auf Kommentare zu meinen Videos. Viel Spaß. Geil! Top, Alter. Ich bin geboren dafür. Geil, Baby! Ja, schön, dass du da bist, Sebastian. Wie ist es bei dir denn nachts? Bist du auch so eher so ein Nachtmensch? 100%. Nachts war es freie Autobahn und dann morgens mit der Sonne, das ist ein Traum für sich. Ein wunderschönes Bild, was man da jeden Morgen erleben darf. Super. Schön. Thorsten Hirschmann, da ballern die Lichter viel besser. Ne? 100%, da weiß einer, wovon der redet. Ballern übelst. Hier, Folge 5. Maurice Badig schreibt total überfordert. Ne? Also total überfordert würde ich jetzt nicht sagen. Es kommt vielleicht ein bisschen hektisch rüber, aber das ist 100% Routine, die wir da gerade ablaufen. Und das hat einfach, glaube ich, ein falsches Bild gegeben. Das ist täglich Brot, was ich da mache. Mr. P. sagt, zum Glück fahre ich Tieflader, also ein Tieflader mit Tiefbett. Was ist das? Ah, ein Tiefbett, das ist richtig geil, also wirklich richtig geil. Alter, geil! Ich hätte auch so gerne ein Tiefbett, das musst du dir vorstellen, das geht... der Schwanhals, und da geht das bis kurz vom Boden. Ich glaube 10 oder 15 cm Bodenfreiheit haben die und dann halt auf die Länge. Kannst du ausziehen, kannst du echt dicke Bagger mitfahren, ohne dass du auf die Höhe achten musst, und darauf möchte ich auch anspielen. Mit dem Tiefbett hast du eigentlich wirklich selten Höhenprobleme mit so Baggern oder sowas. Boah, geil! Ist mit deinem nicht möglich, ne? Ist, also ich kann die Bagger fahren, aber da musst du halt echt bis auf die Höhe achten, weil wir haben halt eine 85er Ladehöhe und da ja, kannst du besser einmal zu viel messen als einmal zu wenig, wie man im Video da sieht. Sören schreibt, ist der nur am Heulen? Nur am Heulen? Nein, ich heul nicht. Ich reg mich halt einfach unheimlich gern und schnell auf. Und das war halt gefundenes Fressen für mich. Und da musste ich halt einmal reinkloppen, um da einmal Freiluft zu schaffen bei mir. Ja komm, wir können uns das einfach mal ganz kurz anschauen, was das für eine Situation überhaupt ist, ne? Sebastian kann sich... Kennst du die noch, die Situation? Ja, also? Ganz genau. Neue Herausforderung. Wegen der Polizei da. Er muss auf einen Fuß. Er biegt wieder gleich rechts ab und dann beschwere ich mich wegen der Breite. Mit 3 Meter Breite? Oh. Siehst du? Und das sind so Sachen, da bist du nicht drauf vorbereitet. Total cool. Echt nettes, respektvolles Miteinander. Weiter so. Hä? Ja, dass ich vielleicht geklingelt habe und nicht direkt habe, du pack dein BMW jetzt weg. Scheiß BMW. Kuss. Next, dann steht es so am Freigeschaltet. Also Matze Simon schreibt, als richtiger LKW-Fahrer wüsste man, dass man auf keiner nassen Wiese fährt. Ja, man hat halt keine andere Möglichkeit, ne? Also ich hätte zwar, wie ich schon schreibe, 90 Grad um die Kurve ziehen können, dann wären aber Schläuche und Kabel bis nach Usbekistan langgezogen worden. Und ja, das wäre auch nicht schön gewesen. Ach so, wir Rampenfahrer können also nicht fahren, oder wie soll man das verstehen? Neue Hatewelle wurde erfolgreich freigeschaltet. Mir ist bewusst, dass Rampenfahrer auch definitiv wenig Platz haben können. Ich weiß es selber. Ich habe 2 Jahre lang selber Rampenverkehr gefahren. Und ich weiß, dass ihr genau dieselbe Arbeit macht, wie wir Baustellenfahrer. Ach so, erstmal alle Rampenfahrer dissen, check. Richtige LKW-Fahrer sagen, check. Danach auf ganzer Wiese festfahren, check. Ich musste es ja versuchen, ich hatte ja keine andere Möglichkeit, also das war ja auch nur ein Spaß mit dem, mein Gott, ne, unter LKW-Fahrer mal so ein bisschen necken, aber ich hatte halt keine andere Möglichkeit, als über die Wiese zu fahren. Rückwärts raus geht nicht, wegen meinen Achsen. Ein Versuch war es wert, Versuch fehlgeschlagen, check. Die richtigen LKW-Fahrer fahren Drehschemel. Das ist richtig, Drehschemel ist eine Kunst für sich, also ich selber könnte es notgedrungen. Aber perfekt beherrsche ich ihn nicht. Also ich denke auch mit 20 Jahren Berufserfahrung beherrschst du den noch nicht hundertprozentig. So, ich habe mich euren Kommentaren gestellt und war vielleicht ein bisschen vorlaut. Das kann ich einsehen und sehe ich auch ein. Aber wenn ihr Bock auf mehr von solchen Reaction-Videos habt, dann schreibt es mir in die Kommentare, stellt ruhig Fragen und dann reagieren wir drauf. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Geil!